Wir hier am Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen aus der Klinik für Elektrophysiologie und Rhythmologie haben jüngst einen neuen Typ eines ICDs, den extravaskulären ICD, implantiert. Ein ICD, ein sogenannter DeFi, der Patienten mit potenziell lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen durch einen gezielt applizierten Stromstoß wieder zurück ins Leben holt. Als Kardiologe und Elektrophysiologe am Anfang war ich skeptisch wegen Platzierung der Sonde unter der Sternum. Aber nachdem wir uns damit sehr intensiv befasst haben, intensives Training gehabt haben, haben wir festgestellt, dass es um eine sichere, eine elegante und schnelle Methode geht. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit dem neuen Gerät die Elektrode näher an dem Herzen platziert wird, was zwar chirurgisch etwas anspruchsvoller ist, aber trotzdem auch von Elektrophysiologen ohne Schweißtropfen implantiert werden kann. Das wiederum hat einen großen Vorteil für den Patienten, weil man bei der Energieabgabe mit sehr viel weniger Strom arbeiten muss. Das heißt, die Geräte sind kleiner und die Batterielaufzeiten sind voraussichtlich auch besser als bei den anderen Systemen. Die Zielgruppe dieses neuen Gerätes ist deutlich erweitert, dadurch, dass das Gerät ermöglicht, auch Therapieformen abzugeben, die das alte System, was mit einer Elektrode arbeitet, die nicht im Herzen implantiert ist, uns nicht zur Verfügung stellt. Die Schrittmacher- und ICD-Therapie, die Implantation sogenannter Schrittmacher- oder Defibrillatoren, DeFis, gehört hier bei uns am Herz- und Diabeteszentrum zum absoluten Standardrepertoire, was wir unseren Patienten anbieten können. Über ein Jahr betrachtet implantieren und explantieren wir weit über 1000 Aggregate zusammen mit den Kollegen aus der Herz- und Thoraxchirurgie.